Jo, was geht? Und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ein kleines informatives Video, weniger Livestreaming in dem Sinne, sondern einfach ein kleines Video mit ein paar Informationen für euch. Einerseits zum Titel, den ihr vielleicht schon gelesen habt: Was sind IVs, was sind EVs, was bringen die mir, wie trainiere ich die? Und dann gleichzeitig noch eine kleine Information vorneweg für euch, die so ein bisschen mit der Zukunft meines YouTube-Kanals zu tun hat. Und zwar fangen wir mal erstmal mit den Informationen an. Meine Streams, sei das jetzt eine Shiny-Jagd oder irgendwelche Link-Kämpfe, Pokémon-Kämpfe, was auch immer, oder irgendwelche Zuchtvideos oder was auch immer. Diese ganzen Livestream-Geschichten werde ich in Zukunft, wenn sie Pokémon-related sind, auf meinem Twitch-Kanal machen. Ein Link zu meinem Twitch-Kanal ist auch in der Beschreibung ganz oben. Heißt auch gerne dort ein Abo dalassen, da könnt ihr mal mit reinschauen, wenn ich auf Twitch streame. So kleine Videos wie jetzt, wo ich einfach Informationen raushau, kleine Guides, werde ich weiterhin auf YouTube machen. Auch zum Beispiel meine PlayStation-Videos, wenn es darum geht, live PlayStation Plus-Test zu machen. Das wird auch weiterhin auf YouTube hochgeladen, keine Sorge. Nur so Ganze, was Livestreaming halt ist, wird dann auf Twitch sein. So, jetzt geht's aber um das Thema dieses Videos. Was sind IV, was sind EV, wie züchten wir die oder wie trainieren wir die? IV, Individual Values, oder zu Deutsch dann DV, sind quasi sowas wie die DNA eurer Pokémon. Die könnt ihr eine ganze Weile gar nicht einsehen im Spiel. Die Möglichkeit, diese Werte einzusehen, wie gut die Werte sind, kriegt ihr erst, sobald ihr Champion geworden seid. Wenn ihr Champion geworden seid, müsst ihr hier ganz hoch wieder in die Stadt, Score City, aber nicht zum Stadion, sondern ihr geht dann zum Kampfturm. Nachdem ihr Champion geworden seid, wird aus dem Rosé-Turm der Kampfturm. Im Kampfturm könnt ihr dann mit vorgefertigten Teams oder mit euren eigenen Teams gegen andere kompetitive Wettkampfteams antreten. Nachdem ihr 5-mal gewonnen habt, hintereinander, tretet ihr nochmal gegen Delion an. Wenn ihr Delion besiegt, bekommt ihr den Bewerter, die Bewerterfunktion. Die Bewerterfunktion lässt euch dann die DV eures oder IV eures Pokémons einsehen. Und zwar könnt ihr die dann sehen, indem ihr auf Pokémon geht, dann auf die Boxen geht. So, und die reguläre Boxenansicht ist ja so, dass ihr einfach nur das Pokémon seht. Na, wenn ihr drauf geht auf das Pokémon, habt ihr rechts nochmal die Ansicht vom Pokémon. Wenn ihr jetzt Plus drückt, seht ihr dann die aktuellen Werte. Zum Beispiel jetzt bei Angriff 6, Verteidigung 6. Spezialangriff 5, Spezialverteidigung 6, Initiative 6 und KP 12. Ja. Dann seht ihr, wie hoch die aktuellen Werte sind. Ist ein Pokémon schon etwas trainiert? Hat natürlich höhere Werte. Hier ist der Angriff jetzt bei 214 zum Beispiel beim Inferno-Pod. Die Verteidigung nur bei 99. So. Das erstmal dazu. Jetzt mit der Bewerterfunktion, wenn ihr nochmal auf Plus drückt, steht auch unten, ganz unten die Leiste anguckt, in der Box steht da ja A wie auswählen, Xbox-Ansicht und so weiter. Und dann Plus, Richter. Er drückt auf die Plus-Taste, kommt die Richterfunktion. So, jetzt könnt ihr die IV-Werte, die Bewertung der IV-Werte sehen. Und zwar ist es so, in dem Moment, wo ihr ein Pokémon trefft, es dem begegnet, egal ob ihr es jetzt wild trefft, ob ihr es in einem, ob ihr ein Ei bekommt, ob ihr es getauscht bekommt, wobei, wenn es getauscht bekommt, ist es schon vorher schon die Werte bekommen, bekommt es bestimmte Werte zugewürfelt, wenn ihr so wollt. Ja, diese Werte, dieser EV-Wert, egal ob für KP, für Angriff, für Verteidigung, in jedem einzelnen Punkt geht dieser Wert von 0, das ist der schlechteste, bis hoch zu 31. 31 wäre der beste Wert. So, ihr seht jetzt hier nicht, leider nicht, ob das jetzt 15, 7, 11, 0, 31 hat. Das seht ihr nicht. Ihr seht aber eine Bewertung. Zum Beispiel jetzt bei KP, bei meinem Chimpap hier, sensationell. Angriff auch sensationell. Verteidigung, sensationell. Überall sensationell. Sensationell ist die beste Bewertung. Das heißt,
Dieses Pokémon hat in allen seinen Werten, KP, Angriff und so weiter, 31 IV. Das ist der beste Wert, den er haben könnte im Endeffekt. Und das auf allen Werten verteilt. Wenn jetzt ein Pokémon einfach nur wild fangt, habt ihr vermutlich nicht überall sensationell, außer ihr habt extrem viel Glück. Vermutlich sieht ein wild gefangenes Pokémon eher so aus. Nicht übel, nicht übel, nicht übel. Gut, schlecht, sehr gut. So ein bisschen eine Mischung drin. Wie gut die Werte dann sind, wenn da jetzt nicht übel steht, oder wie gut der Wert ist bei gut, kann ich euch jetzt gerade aus dem Kopf nicht genau sagen, aber da findet ihr auch online massig Tabellen und EV-Rechner und Übersetzungstabellen, um das rauszubekommen. Aber im Endeffekt ist es auch fast egal, denn wenn ihr ein starkes Pokémon wollt, dann wollt ihr sensationelle Werte drauf haben. Alles andere wird immer schwächer sein. So einfach ist es. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Chimpap nehme, so wie es ist, und ich booste das auf Level 100, ich habe glaube ich gerade nicht genug Materialien, sonst würde ich es machen. Angenommen, ich hätte jetzt zwei Chimpaps, ja? Damit es beide 6, 12 KP zum Beispiel, ja? Angenommen, ihr habt jetzt eins, bei dem ist der Wert auf sensationell. Und ihr habt das gleiche nochmal, bei dem ist er auf schlecht. Ich meine, schlecht müsste der schlechteste Wert sein. Das habe ich hier einmal bei meinem Porenta, glaube ich. Nee, bei. Genau, bei dem Porenta ist die Spezialverteidigung zum Beispiel schlecht. Schlecht müsste, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der niedrigste Wert sein, also bei 0. Da wird das Pokémon mit sensationell mit 31 Werten, wenn es Level 100 erreicht, 31 mehr Punkte auf diesem Wert haben. Heißt, wenn es KP sensationell hat, kriegt es auf Level 100 insgesamt 31 mehr KP als ein anderes Pokémon, das also einen Nuller IV-Wert hat. Dann hat das 31 KP weniger auf Level 100. Das gleiche gilt für Angriff, das gleiche gilt für Verteidigung und so weiter. Das heißt, ihr wollt, wenn ihr ein starkes, kompetitives Pokémon haben wollt, den besten Wert drauf haben. Das ist der IV-Wert. Wie bekommt ihr den? Da gibt es verschiedene Wege. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt uns mal ein legendäres Pokémon anguckt. In der Regel ist es so, wenn ich mich nicht täusche, dass bei jedem legendären Pokémon, das ihr so fangen könnt, drei Werte auf sensationell sind, die anderen sind zufällig verteilt. Das heißt, ihr könntet theoretisch drei sensationelle Werte bekommen und drei schlechte. Ihr könntet aber auch drei festgelegte sensationelle bekommen und nochmal drei zufällige dazu, dass ihr alle sechs auf sensationelle habt. Oder halt eben eine bunte Mischung, wie es jetzt bei Monsama Center ist. Das heißt, bei einem legendären Pokémon sind immer drei Stück garantiert sensationell. So, aber gut, das sind jetzt legendäre. Wenn ihr jetzt ein wildes Pokémon fangt, wie zum Beispiel das Porenta, dann hat das irgendwelche zufälligen Werte. Habt ihr auch nicht viel Einfluss drauf. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Eine sehr, sehr einfache Möglichkeit für alle, die Let's Go Pikachu oder Let's Go Evoli gespielt haben, gibt es eine sehr leichte Möglichkeit, ein Pokémon zu bekommen mit perfekten Werten. Hier mein, ich habe es Go Pika genannt, also von Let's Go Pikachu, das Geschenk. Das bekommt ihr von einem NPC geschenkt, wenn ihr einen Spielstand habt von Let's Go Pikachu. Genauso, wenn ihr Let's Go Evoli Spielstand habt, kriegt ihr das Evoli dazu geschenkt. Weil ihr seht, das hat sensationell auf allen Werten. Dieses Pikachu oder Evoli bekommt ihr, wenn ihr, wo ihr das erste Mal die Naturzone betretet. Das ist hier unten bei dem Bahnhof. In dem Bahnhof stehen links oben in der Ecke so zwei Kids. Den müsst ihr ansprechen, eins von beiden. Dann gibt's euch, dann schenkt es euch einfach dieses Pikachu oder Evoli. Das könnt ihr nicht entwickeln, es kann aber Giga-Dynamaxen und hat halt diese perfekten Werte. Warum ist das jetzt wichtig? Ihr könnt diese Werte weitergeben durch Züchten. Und zwar ist es so, ich kann natürlich ein Pikachu mit einem Ditto züchten, dann kommt ein Pikachu raus. Aber ich kann Pikachu auch mit anderen Pokémon züchten. Zum Beispiel, da geht es um die Eiergruppen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Jetzt müsst ihr einfach nur wissen, Pikachu hat die Eigruppe Feld und die Eigruppe Fee. Die Feldgruppe heißt, ich kann Pikachu mit jedem anderen Pokémon züchten, das auch die Feldgruppe hat. Zum Beispiel Fukano. Fukano oder Chimpep, die haben beide die Feldgruppe. Chimpep hat zum Beispiel die Feldgruppe und die Pflanzengruppe. So. Wichtig ist jetzt, wenn ihr ein Chimpep rausbekommen wollt, dann braucht ihr ein männliches Pikachu. Deswegen solltet ihr vielleicht, bevor ihr das Pikachu bekommt, speichern, falls es weiblich wird. Aber ich glaube fast, es ist immer männlich, weil ich habe jetzt aus drei Versuchen
dreimal ein männliches bekommen. Allerdings ist das natürlich keine Garantie. Ich würde vorher speichern, gucken, ist es männlich. Wenn ja, super. Wenn nicht, neu starten, nochmal holen. Denn das Pokémon, das ihr züchtet, oder das ihr züchten wollt, muss weiblich sein. Also angenommen, ihr wollt jetzt ein Vulcano züchten. Dann müsst ihr beim Hort, den ihr auf Route 5 oder in der Naturzone findet, das Pikachu abgeben zum Beispiel. Und ein weibliches, weibliches Vulcano. Dann wird das Pokémon, das aus dem Ei schlüpft, das ihr bekommt, weiblich. Da wird das Pokémon das Vulcano sein, weil das Vulcano das weibliche ist. So. Jetzt gebt ihr aber die Werte noch nicht weiter. Wenn ihr die Werte weitergeben wollt, wenn ihr die vererben wollt, dann braucht ihr noch ein Item. Das Item findet ihr hier, wo ich gerade bin, in Claw City, in dem mittleren Poké-Center. Dafür geht ihr hier zu dieser netten Frau, den GP-Laden. Diese GP-Punkte kriegt ihr wieder im Turm oben. Wenn ihr im Wettkampfturm, im Kampfturm oben Kämpfe gewinnt, kriegt ihr als Belohnung diese WP, diese GP. Und damit könnt ihr dann Items kaufen. Unter anderem den Fatum-Knoten. Der Fatum-Knoten ist dafür da. Einmal hat er hier den Effekt, den man unten sieht. Wird der Träger betört, wird der Angreifer auch betört. Aber er hat noch einen versteckten Wert, der versteckte Fähigkeit. Die versteckte Fähigkeit ist, fünf zufällige Werte aus dem Pärchen, das es züchtet, weiterzugeben. Das heißt, wenn ihr jetzt das Pikachu mit den sechs perfekten Werten in die Box steckt und irgendein zufällig gefangenes Fukano, ein weibliches, dann wird das gezüchtete Pokémon, das rauskommt, fünf zufällige Werte von diesen beiden Elternteilen bekommen. Das heißt, es gibt dann sechs Werte, sechs von Pikachu, sechs von Fukano. Aus diesen sechs Werten werden, also aus diesen 12 Werten, wobei es immer natürlich KP nicht doppelt gepickt werden werden. Es wird von einem die KP gewählt, vom anderen kann es ja nicht sein, dann muss von anderen ein anderer Wert gewählt werden. Heißt, es werden da sechs, werden da fünf zufällige Werte rausgepickt und die werden an das Kind, an den Nachwuchs weitergegeben. Jetzt kann es sein, dass ihr alle 5 Werte von dem Vulcano bekommt und die nicht so doll sind. Könnt aber auch 5 Werte von Pikachu bekommen, zum Beispiel. Dann habt ihr ein Vulcano, das rauskommt, mit 5 perfekten Werten. Dann solltet ihr das Vulcano austauschen gegen das Bessere, wenn es ein weibliches ist. Dann ist die Chance, dass das nächste Mal von Vulcano-Werte übernommen werden, die gut sind, nochmal größer. Und so könnt ihr immer bessere Zuchtergebnisse bekommen, indem ihr immer, wenn ihr ein gutes Pokémon züchtet, das in den Hort gibt, statt dem schlechteren, das vorher drin war. Dann ist die Chance darauf, dass ihr einen guten Wert weitergibt, erhöht. Ihr könnt aber maximal auf diese Art 5 Werte weitergeben. Ihr könnt maximal 5 perfekte Werte vererben. Jetzt hat mein Vulcano hier aber 6 perfekte Werte. Mein Chimpert, die Chimpeps hier haben auch alle 6 perfekte Werte. Das ist dann einfach nur noch Glück, Zufall. Denn der sechste Wert, den ihr vererbt, der ist zufällig. Der kann 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter oder auch 31 haben. Heißt, hier müsst ihr einfach nur entsprechend viel züchten. Irgendwann kommt garantiert dann auch der sechste Wert. So, das zu der Zucht. Jetzt könnte ich zum Beispiel, nachdem ich Pikachu mit Chimpep gezüchtet habe und ich ein perfektes Chimpep bekommen habe, kann ich jetzt hingehen und kann zum Beispiel Chimpep mit einem anderen weiblichen Pflanzen-Pokémon kreuzen, weil das Chimpep auch den Pflanzentyp hat. Dann kann ich die perfekten Werte an ein Pflanzen-Pokémon weitergeben. Das kann jetzt zum Beispiel ein Loturzel sein, das hat Pflanze und Wasser. Dann kann ich das anderen entsprechendes Wasser-Pokémon weitergeben. Die genauen Eigruppen solltet ihr euch aber angucken, damit ihr guckt, was ihr mit was züchten könnt, solltet ihr euch die Eigruppen angucken. Die Eigruppen habe ich mir zum Beispiel auf PokeWiki angeschaut. Das ist ganz gut einzusehen, welches Pokémon zu welcher Gruppe gehört und was ihr dann miteinander züchten könnt. Also, ihr braucht Pokémon mit guten Werten, ihr braucht den Fatum-Knoten, das Pokémon mit den guten Werten, das sie weitergeben soll. Im besten Fall ist es männlich. Und dann braucht ihr das weibliche Gegenstück nochmal, das ihr dann rauskriegen wollt. So, jetzt habt ihr aber vielleicht nicht Let's Go Pikachu. Ihr habt kein Let's Go Evoli. Ihr kriegt dieses perfekte Pikachu nicht. Wie könnt ihr noch gute Werte bekommen? Es gibt noch einen weiteren Weg. Die Diner Raids. In den Diner Raids kriegt ihr je nach Stern, je nach Level des Raids, unterschiedlich viele gute Werte. Zum Beispiel, jetzt habe ich hier einen Inferno-Pot mit 3 sensationellen Werten aus dem Raid. Das war dann ein Stufe 3er Raid. Der gibt 3 perfekte Werte. Wenn ich jetzt hier mal drüber gehe, dieses Inferno-Pot hat 5 perfekte Werte. Das kam aus einem 5-Sterne-Raid. Bei einem 5-Sterne-Raid habt ihr eine Chance auf 4, also habt ihr garantiert 4 perfekte Werte, aber eine erhöhte Chance nochmal auf den fünften.
So könnt ihr auch bessere Werte bekommen, indem ihr Pokémon einfach fangt. Ihr müsst einfach nur die 5 Sterne Raids machen. Dann habt ihr 4 bis 5 perfekte Werte, die ihr dann weiter züchten könnt. Auch eine gute Methode. Oder ihr habt bestimmt schon mal alle in der Wildnis ein Pokémon rumfliegen sehen oder rumlaufen sehen, das so eine gelbe Aura hat. Diese gelbe Aura heißt, dieses Pokémon hat einmal eine spezielle Attacke, die man nur per Zucht bekommen kann. Und hat zwei oder vielleicht mit Glück sogar drei perfekte Werte. Auch das könnt ihr dann fürs Züchten zum Beispiel benutzen. Also, wie könnt ihr die Werte bekommen? Per Event-Pokémon. Legendäre Pokémon können es haben, die können aber nicht gezüchtet werden. Oder halt zufällig in der Wildnis oder über einen Raid. Das sind die Möglichkeiten, wie ihr einfach erstmal an generell gute Startwerte kommt. Die könnt ihr dann entsprechend, wie ich es euch vorher erklärt habe, weiter züchten. Dafür braucht ihr immer diesen Fatum-Knoten. Heißt, ein Pokémon muss diesen Fatum-Knoten halten, um die Werte weiterzugeben. Dann habt ihr quasi die perfekte Grundlage für ein gutes Pokémon. Das waren erstmal die IV. Jetzt gibt es aber auch noch die EV. EV sind Effort Values oder zu Deutsch FP, Fleißpunkte. Die Fleißpunkte sammelt ein Pokémon auf verschiedene Arten. Und zwar, wenn wir jetzt ein Pokémon trainieren wollen, angenommen, jetzt dieses Vulcano hier trainieren, oder wir nehmen jetzt mal ganz kurz hierfür, nehmen wir kurz ein Chimchar, von dem habe ich mehr übrig, können wir einen Chimchar mal kurz nehmen. Angenommen, wir wollen dieses Chimchar jetzt trainieren. Chimchar verdient jetzt Fleißpunkte im Kampf. Zum Beispiel kann es Fleißpunkte für den KP-Wert bekommen. Die bekommt man zum Beispiel, wenn man wilde Raupis besiegt. Ein wildes Raupi gibt einen Fleißpunkt im KP-Wert. Zum Beispiel. Da gibt es auch online jede Menge Tabellen und Guides. EV, Pokémon, Schwert. So. Beste Trainingsstellen. Wenn ihr jetzt einfach nur in Google eingibt, dann findet ihr schon Tipps für beste Trainingsstellen. Was für Pokémon? Zum Beispiel könnt ihr die EV für Kraftpunkt, also für die KP, von einem Raffel bekommen. Raffel gibt auch einen Punkt auf Route 1. Oder zum Beispiel Verteidigung. Verteidigung bringt ja einen Punkt, wenn ihr ein wildes Cloncat besiegt. Wichtig ist, wenn Chimpip jetzt an erster Stelle steht und das Cloncat besiegt, kriegen alle Pokémon im Team diesen Punkt dazu. Heißt, ihr solltet, wenn ihr das trainiert, ganz bewusst trainiert, nur die Pokémon mitnehmen, die diesen Wert auch bekommen sollen. Das ist deshalb wichtig, weil ihr maximal auf einem Pokémon 510 EV-Punkte verteilen könnt. Maximal 510. Davon auf einem Wert, zum Beispiel wenn ihr jetzt Cloncat nehmt, Verteidigung trainieren wollt, könnt ihr auf einem Wert maximal 252 Punkte verteilen. Zumindest war es in den vorigen Generationen so. Ob es hier wieder so gemacht wurde, weiß ich nicht, aber davon gehe ich jetzt sehr stark aus, dass sie es nicht wieder geändert haben. Man kann maximal 252 Punkte auf einem Wert verteilen. Das heißt jetzt, ich muss mal ganz kurz mein Handy in die Finger kriegen. Da liegt's. Denn das bedeutet jetzt, angenommen, ich gebe jetzt meinem Chimpep, die 252 Verteidigungs-EV durch Training. Dann kriegt es dadurch 252 durch 4, kriegt es dadurch 63 zusätzliche Punkte in der Verteidigung. Denn 4 EV, 4 Fleißpunkte, geben einen Punkt in dem entsprechenden Wert, sei es Verteidigung, Angriff oder KP. Das heißt, ihr habt maximal 510 Punkte. Pro Wert allerdings maximal 252. Das heißt, ihr könnt quasi zwei Werte, zum Beispiel Verteidigung und Angriff, maximieren mit Bonus 63 Punkten. Und dann habt ihr nochmal 6 Punkte übrig, die ihr auf einen anderen Wert geben könnt, zum Beispiel KP. Die 6 Punkte bringen euch jetzt nicht viel, beziehungsweise bringen euch nicht super viel. Das heißt, weil, genau, also weil ihr kriegt ja alle 4 Punkte, kriegt ihr einen Bonuswert. Das heißt, die 2 extra, diese, ne, von 4 auf 6, diese 2 Punkte extra, die bringen euch nichts, aber das macht nichts, sind halt übrig. Heißt, ihr könnt ja nochmal 4 Punkte auf KP geben, dass ihr auch noch ein paar Bonus, dass ihr mal Bonus KP bekommt, zum Beispiel. So könnt ihr eure Pokémon effektiv trainieren, indem ihr die Fleißpunkte auf den Pokémon verteilt,
wo ihr sie haben wollt. Dafür könnt ihr euch die entsprechenden Encounter Wild aussuchen. Das ist aber sehr ineffektiv. Ihr kriegt dann vielleicht für einen Clonkett einen Punkt. Jetzt wollt ihr 252 Punkte verteilen, müsst ihr 252 mal Clonkett besiegen. Das ist ja extrem nervig. Wie können wir das Ganze beschleunigen? Das kann man nämlich auch. Wenn ihr das beschleunigen wollt, gibt es eine Möglichkeit. Und zwar auch bei dieser Händlerin hier in Claw City. Der hat nämlich nicht nur den Fatum-Knoten, sondern auch hier oben. Machtreif, Machtgurt, Machtlinse, etc. Hier steht er zum Beispiel bei der Machtgurt. Bleiben wir bei den Verteidigungspunkten. Ein Item zum Tragen erhöht nach dem Kampf den Verteidigungswert, senkt aber die Initiative. Das heißt, seit der siebten Generation gibt dieses Item der Machtgurt jetzt zusätzlich nach einem Kampf 8 Extrapunkte. Ganze 8 Bonuspunkte. Das heißt, wenn ihr jetzt dieses Item eurem Chimp gebt, kriegt automatisch 8 Bonuspunkte in Verteidigung. Wenn es jetzt zusätzlich gegen das Clonkett kämpft, kriegt es von dem sowieso einen Punkt. Heißt, in dem Fall seid ihr jetzt schon bei 9 Punkten. 9 Punkte nach einem besiegten Clonkett. So. Wenn wir jetzt gucken, wir können maximal 252 geben. 252 durch 9. Heißt, dann müsste ich 28 Clonkets noch besiegen, um den Wert zu maximieren. Und das fürs. Wobei jetzt wichtig ist, nur das Pokémon, das den Reiftrick kriegt, diese erhöhten Werte. Alle anderen Pokémon im Team kriegen nur den Standard einen Punkt. Weil das Pokémon, das dieses Item trägt, bekommt 8 Bonuspunkte. Natürlich könnt ihr jetzt auch 6-mal den Machtgurt kaufen, könnt jedem Pokémon im Team den geben, damit alle das bekommen. Geht auch. Ihr könnt aber euren Bonus noch weiter erhöhen. Wir haben jetzt gesagt, Clonkett 1 Punkt. Machtgurt 8 extra Punkte sind 9 Punkte. Es gibt eine Möglichkeit, diesen Wert zusätzlich zu erhöhen. Zu verdoppeln, um genau zu sein. Da kommt ihr von 9 auf 18 Punkte. Wenn ihr das schaffen wollt, braucht ihr ein Pokémon mit einer sehr seltenen Krankheit. Bericht Porenta. Wenn wir uns dieses Porenta jetzt angucken, habt ihr den Namen und so weiter. Weiter unten steht dann aktuelle Erfahrungspunkte und bis zum nächsten Level, wie viele Erfahrungspunkte. Und unter dem bis zum nächsten Level seht ihr diesen lilanen Smiley. Dieser lilane Smiley hat eine Bedeutung. Der hat nämlich, Sekunde, wir gehen mal hier kurz raus. Gehen mal auf die Box, da müsste ich es nochmal anders sehen, normalerweise. Oder ist er schon vorbei? Oh Gott. Ist er vielleicht schon durch? Das wäre blöd. Da kann ich nicht mehr anstecken. Das wäre schlecht. Und zwar ist der Punkt der, dieses Porenta hat einen Virus. Nicht erschrecken, das ist kein schlimmer Virus, das ist was im Spiel einprogrammiertes. Das ist im Prinzip wie ein, es ist seltener, ich weiß gerade nicht genau, wie die Seltenheit ist, aber es ist seltener als ein Shiny-Pokémon. Und zwar ist es ein Virus, den könnt ihr einfach von einem wilden Pokémon bekommen, wenn ihr das fangt. Hat das denn zufällig? Ich weiß nicht, ob er den von einem wilden Pokémon kommt oder vielleicht sogar aus einem Encounter bekommt. Das weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall könnt ihr den bekommen. Der sorgt dafür, dass dieses Pokémon jetzt verdoppelte Fleißpunkte bekommt. Heißt, wenn ich jetzt das Clonkett besiege, den Machtgurt trage und den Virus habe, dann bekomme ich nicht nur 9 Punkte, sondern krieg 18 Punkte. Diesen Virus kann Porenta auch weitergeben. Wenn ich jetzt Porenta im Team habe und anderen wilden Pokémon begegne, immer in den Kampf reingehe, dann kann es sein, dass das nächste Pikachu auch diesen Virus bekommt. Oder mein Zamazenta. Und das geht dann so verteilen. Dann könnt ihr diesen Virus verteilen in eurem Team. Wichtig ist, ich glaube, ich habe gerade diesen Punkt erreicht, wo Porenta ihn nicht mehr weitergeben kann. Es gibt eine Zeit, da ist der Virus aktiv, kann weitergegeben werden. Und dann ist der Virus irgendwann inaktiv, kann nicht mehr weitergegeben werden. Aber der Effekt bleibt da. Ich glaube, der Virus ist nicht mehr aktiv. Ich muss mal kurz gucken. Wann habe ich ihn zuletzt gespeichert? So ein Mist. Wir machen mal Folgendes. Ich beende mal kurz das Spiel. Und gehe wieder rein. Weil ich glaube, vorhin wäre er noch aktiv gewesen. Und wir konnten diesen Virus durch Kämpfe an euer Team weitergeben. Es braucht keinen Doppelkampf, es muss einfach nur im Team sein. Dann kriegen eure anderen Pokémon auch diesen Virus. Und könnt ihr den immer weitergeben. Damit ihr immer einen aktiven Virus habt, ist es wichtig, ein Pokémon mit dem Virus, mit dem aktiven Virus, in der Box zu behalten. Denn wenn ihr ihn im Team habt, wird dieser Virus irgendwann inaktiv. Er ist nicht mehr ansteckend. Gucken wir gerade nochmal.
Bericht. Ne, sieht genauso aus. Okay, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Sekunde. Ne, sieht genauso aus. Vielleicht war er schon inaktiv. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Virus sorgt dafür, dass ihr nochmal zusätzlich schneller Punkte bekommt. Das heißt, ihr bekommt jetzt, wenn ihr gegen Glonkhead kämpft, den entsprechenden Gurt habt. Warum hat jetzt keine Verbindung? Warum sieht man kein Bild? Stream sollte laufen. Okay, jetzt ist das Bild wieder da. Dieses Porenta, wenn ihr das jetzt habt. Wenn das Porenta jetzt diesen Virus hat. Wenn Porenta jetzt das Item, was wir gerade hatten. Den Machtgurt war es, glaube ich. Machtgurt trägt. Und gegen Klonkert kämpft. Kriegt das vom Klonkert einen Punkt. Vom Gurt 8 extra Punkte sind 9. Mal 2 durch den Virus sind 18 Punkte. Das heißt, wenn ihr jetzt 252 Punkte durch 18 teilt, dann müsst ihr, um den maximalen EV-Wert zu bekommen, nur noch 14 Klonkets besiegen. Dann habt ihr den Verteidigungs-EV-Wert maximal trainiert. Es hat den maximalen Verteidigungswert erreicht. Einmal durch die perfekten IV-Werte kriegt es 31 Bonuspunkte auf Level 100 und dann nochmal 63 Bonuspunkte durch die EV, die ihr verteilt. Das heißt, 63 plus 31. Das heißt, wenn ich jetzt ein Porenta habe, das einen schlechten EV-Wert hat, 0 Punkte, IV-Wert hat, 0 Punkte und keinen EV, keinen Fleißpunkt hat auf Verteidigung. Und dann im Vergleich dazu ein Porenta, das den perfekten IV-Wert hat mit 31 und noch auf Verteidigung trainiert wurde, durch dieses System, die ich euch gezeigt habe, erklärt habe, hat das 94 mehr Verteidigungspunkte als ein schlechtes Porenta ohne das Training. 94 Punkte sind extrem viel. Wenn ich mir jetzt mal ein Porenta anschaue. Porenta. Und wir können natürlich auch auf Lauchzelot gehen, die Weiterentwicklung. Das geht genauso gut. Lauchzelot hat. So, Lauchzelot hat Verteidigung. Auf Level 50 ist das jetzt. Hat Lauchzelot einen Basiswert von 95? Jetzt einfach auf Level, genau, wir gehen jetzt auf Level 50. Wir sagen mal, dass Porenta hat 0 IV, also schlechtes Wesen, schlechten Wert und hat keine Fleißpunkte. Dann kommt das auf einen Verteidigungswert von 110. 110 Verteidigung in der schlechtesten Ausführung. 0 IV, 0 EV, 110 Verteidigung. Geben wir ihm jetzt 252 Fleißpunkte und es hat 31 IV, also die perfekten Gene, dann kommt schon auf 161. Das sind 51 mehr Punkte bei Level 50. Das sind 50% mehr Verteidigung. Einfach nur durch das entsprechende Training und die Zucht. Jetzt gibt es allerdings noch eine Sache, die ihr beachten könnt. Warte mal. Wir heilen mal kurz die Pokémon. Ich will kurz gucken, ob da der Text kommt. Pokémon sind wieder topfit. Da, dieser Text hier. Dein Pokémon scheint vom Pokerus befallen zu sein. Über den Pokerus ist noch wenig bekannt, außer dass es ein Mikroorganismus ist, der Pokémon befällt. Sind deine Pokémon infiziert, wachsen sie besonders gut. Das ist mit diesem, ne, EV-Training gemeint. Bitte beehre uns bald wieder. Dieser Text kommt, wenn ihr das erste Mal ein Pokémon mit Pokerus zum Pokémon Center bringt. Dann sagt ihr euch da Bescheid, oh, ihr habt das. Ja. Also, was ich euch sagen wollte, ihr müsst nicht losgehen und wilde Pokémon besiegen. Ihr könnt es auch anders machen. Und zwar, nachdem ihr Champion geworden seid, oder auch schon früher, wenn ihr ein paar Pokéjobs erledigt habt, habt ihr hier bei den Pokéjobs die Möglichkeit.
gibt neue Jobs. So, jetzt gehen wir ganz runter. Und dann haben wir diese hier. Dauerhaft offene Stellen. Und zwar, wir haben ein Seminar konzipiert, das den KP-Basiswert von Pokémon erhöhen soll. Und suchen jetzt Testkandidaten. Da könnt ihr gleichzeitig 10 Pokémon hinschicken. Das steigert den KP-Wert. Das ist quasi ein EV-Training, bei dem ihr nicht die Pokémon kämpfen lassen müsst. Ihr gebt sie einfach nur ab, kommt 24 Stunden später wieder und die Werte sind gesteigert. So. Angenommen, ich will jetzt meinen Chimpep, was ich im Team habe, will ich den Angriffswert steigern. Gehe ich hier drauf, möchtest du einen Job annehmen? Ja, bitte. Bitte wähle Pokémon aus deiner Box aus. So. Dann nehmen wir doch jetzt einfach mal... Ach, aus der Box muss ich eins nehmen. Ja, macht nichts. Wir nehmen jetzt hier das Chimpep, das erste im Team. So. Und ich guck mal kurz. Außerdem soll dieses Vulcano hier... Genau, das soll auch noch einen Angriffsboost kriegen. So. Ich könnte jetzt noch mehr auswählen. Aber ich sag... Das reicht mir. Du könntest noch mehr Pokémon auswählen. Reicht dir deine momentane Auswahl? Ja, die reicht mir erstmal. Um das zu demonstrieren. So, zack. Jetzt entsenden wir die. Ach genau, man könnte es auch natürlich kürzer machen. Wir gehen jetzt auf den ganzen Tag. Zack, ganzen Tag. Tschüssikowski. Dein Pokémon wächst. Dann gucken wir mal auf den Weg, sie werden ihr Bestes geben. So. Jetzt will ich mal kurz gucken. Und zwar. Entweder. Machen wir. Ich muss kurz überlegen, wie es geht. Entweder geht das so, indem ich hier. Wir können das Ganze. Normalerweise bis jetzt 24 Stunden warten, um die wieder abzuholen. Aber. Es gibt ja eine andere Möglichkeit. Wir ändern die Uhrzeit. Dafür müssen wir die automatische Einstellung ausmachen. Und gehen hier einfach einen Tag in die Zukunft. Zack. Gehen wir raus. Gehen zurück ins Spiel. Ich gehe mal kurz aus dem Center raus. Weiß nicht, ob das notwendig ist. Jetzt lädt es einen Moment. Gehen wir rein. Ich weiß nicht, ob dieser Schritt notwendig ist. Pokéjobs. Ah, dauert noch 24 Stunden. Okay, das lässt es nicht mit sich machen. Das funktioniert nicht. Ich bin hier auch im Seminar. Bisschen abbrechen? Nein. Okay, aber was gehen müsste, ist der Trick mit dem Raid resetten. Denn dann erkennt das Spiel den Tag ist rum. Dafür gehen wir jetzt einfach mal hier vor. Habe ich ein Wunschstück? Wunschbrocken? Ja, schmeißen mal kurz rein. Zack. Oh, direkt ein Zelda gekommen. Sehr nice. Jetzt gehen wir mal hier ran. Gehen auf Mitspielersuche. Jetzt gehe ich nochmal in die Systemeinstellungen. Einen Tag in die Zukunft. Quatsch. Zack. Zack. Gehen hier auf. Abbrechen. Können bei der Gelegenheit gleich die Punkte mitnehmen. So. Ah, Mist. Oh, ich habe einen Chimpepper. Ich meine, Vulcano ganz vorne. Na super. Ja. Hauptsache der Bedroher wirkt. Dann ist ja alles in Ordnung. In dem Fall machen wir das einfach so. Wir nehmen mal eine Pokepuppe. Mach's gut. Gott, oh Gott. So, jetzt haben wir das Spiel glauben lassen, es ist ein Tag vergangen. Tada! Angriffsseminar. Es gibt neue. Angriffsseminar ist eröffnet. Erledigt. Jetzt holen wir die Pokémon wieder ab.
So könnt ihr extrem schnell in ein paar Minuten eure Pokémon sehr stark trainieren. Denn jetzt kriegen wir wie viele Punkte? Ich meine. Gute Arbeit. 96 Bonuspunkte. So, und ich krieg sogar noch 2000 Dollar. 96 gab das jetzt. So, wir können maximal 252 bekommen. 252 durch 96. Das heißt, wir müssen das Ganze 2,625 mal machen. Also wir machen das dreimal, haben den maximalen Angriffswert erreicht. Wir gucken uns jetzt mal, Sekunde. Pokémon. Gucken uns die eben auf die Art trainierten Pokis mal an. Tatsächlich merkt man jetzt noch keinen Unterschied. Haha. Aber. Das war doch dieses Chimpep und das war dieses Vulcano, meine ich. Genau. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich nehme einmal dich hier mit und einmal das nicht trainierte mit. Falsch. So, wir machen jetzt Folgendes. Einsetzen. Wir geben hier einmal 5 Sonderbonbons. Warum nicht? So, Angriff ging plus 11. Ja, Angriff plus 11. Hier ging Angriff jetzt nur um 9 Punkte hoch. Es sind beide haben die gleichen Grundwerte, gleich haben die gleichen Basiswerte. Sie müssten also gleich stark sein. Aber bei dem ging Angriff jetzt nur um 9 Punkte hoch, weil es dieses EV-Training nicht hat. Und umso mehr Leveln das sind, umso mehr Bonuspunkte kriegt das Pokémon, das den spezielle Training drin hat. Bei Level 5 ist halt noch, oder bei Level 6 noch nicht, der Unterschied noch nicht so groß. Aber umso mehr weiter man das Ganze spinnt, umso weiter man das Ganze treibt, umso größer ist der Unterschied. Um das einmal zu demonstrieren, gebe ich jetzt wieder Sekunde. Jetzt muss ich wieder kurz gucken, welches ist welches. Du bist das, was ich dabei hatte. Machen wir das mal so. Du bist das nicht trainierte. Oder nicht, ja doch, nicht trainierte, genau. Und du hier. Genau, hier 17, hier 15. Jetzt treiben wir das Ganze nochmal weiter. Wir gehen jetzt nochmal. Hier hin. Pokéjobs. Gehen wieder auf das Angriffsseminar. Ja. Schicken wieder das Chimpep und das Fukano hier. Entsenden die ganzen Tag. Gerade eben waren es nur 2 Punkte Unterschied, soweit ich mich entsinne. Zwischen Chimpep und Chimpep. Einer hat 11 Punkte, der andere hat 9 Punkte bekommen. Das eine war auf 17, das andere war auf 15. Jetzt suchen wir noch einen Mitspieler. Der Raid ist nach wie vor da. Zack. Springen nochmal. Einen Tag nach vorne. Brechen hier ab. Zack. Gibt wieder zwei. Gibt ein Akani. Okay, können wir später mal gucken. Wieder 2000 Punkte.
Jobs. Tada. Wieder ein Job erledigt. Die beiden kommen wieder zurück. Werden jetzt wieder 96 Punkte normalerweise kriegen. Tatsächlich habe ich noch nicht probiert, ob die mehr Punkte kriegen, wenn sie einen Pokerus haben. Das könnte ich gleich mal auch theoretisch probieren. Ob der Pokerus auch bei den Jobs eine Auswirkung hat. Zwei Packungen Würstchen. Okay. So, jetzt machen wir folgendes. Pokémon. Zack. Jetzt hat, gerade eben hatte Chimpep noch 17 Angriff. Jetzt hat es schon 18 Angriff durch den weiter trainierten Wert. Wie gesagt, das ist das auf Level 6. Heißt, das Unterschied noch nicht so groß. Aber umso höher das Level ist, umso mehr wird der Unterschied sichtbar. Jetzt sind es aber auch schon 3 Punkte. Jetzt will ich was probieren. Unser Porenta hier unten hat den Pokerus. Jetzt gebe ich das mal mit in das Training. Und gucke, ob das auch über diesen Vorgang auch mehr Punkte bekommt. Eigentlich müsste es ja auch hier mehr Punkte bekommen, logischerweise. In Kämpfen ist es auf jeden Fall so. Das kann ich nur schlecht zeigen in dem Video jetzt. Aber eigentlich müsste es mehr als 96 Punkte kriegen. Eigentlich müsste es als doppelten Punkte bekommen. Nehmen das. Wir nehmen auch wieder das. Und wir geben einmal das Porenta mit. Ach so, Moment, das geht nicht. Abbrechen. Wir gehen nochmal kurz raus. Wir setzen mal das Porenta aus dem Team rausnehmen. La 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 la. Kommt aber mal hier rein, so. Jetzt gerade nochmal. Jobs. So, geben wir die 3 ab. Wir gehen auf Entsenden. Ganzen Tag. Wir nochmal raus. Ihr wisst schon, was passiert. Wir fahren wieder runter. Mitspieler suchen. Müssen wir leider den Arcani Raid wegskippen. Ah, was passiert? Datum, Uhrzeit, Tag, eins weiter. Zack, zack, wieder ins Spiel rein. Suche abbrechen. Es geht wieder hier rein. Jobs. Jetzt wieder der Job wieder fertig. Jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Haha. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Mein Porenta hat nicht 96 Punkte bekommen, sondern 192. Es hat den doppelten Wert bekommen, weil es den Pokerus hat. Hätte man ihn jetzt in einem Item gegeben, hätte er vermutlich noch mehr bekommen. Nochmal die 8 Bonuspunkte plus 2, 16. Heißt, so könnt ihr extrem schnell. Natürlich, der Pokerus ist sehr, sehr selten. Da braucht ihr echt Glück, den zu bekommen, weil er extrem selten ist. Ihr könnt ihn aber eurem Pokémon weitergeben, das ist das Gute. Ihr könnt ihn vielleicht von anderen Leuten bekommen. Ich habe das Glück, mein Arbeitskollege hatte ein Pokémon mit diesem Virus, deswegen konnte er mir das rübertauschen. Ich habe sogar noch auf meiner Ultrasonnen-Edition einen Pokorus, den ich selber mal gefunden habe. Aber man kann ja noch nicht hochziehen, das gibt es ja noch nicht, die Möglichkeit. Aber, wie wir es gerade gesehen haben,
haben wir jetzt gerade den doppelten Wert bekommen. Wenn wir jetzt nochmal auf Pokémon gehen, gerade war es auf 18, ist jetzt nochmal ein Punkt geschehen, ist nochmal ein Punkt geschehen, auf 19 schon. Heißt, Chimper hat jetzt aktuell den maximalen Angriffswert. Jetzt könnte ich hingehen, könnte nur ihm noch einen weiteren Wert hochtrainieren, dass es zwei Werte maximal bekommt und dann nochmal Restpunkte, 4 Stück oder 6 Stück, auf einen weiteren Wert geben, damit es nochmal einen Bonuspunkt kriegt. Jo. Das war eigentlich die ganze Magie. Wir können also IV-Werte züchten, durch Glück bei wilden Pokémon bekommen oder eben durch Raids spezielle bekommen oder halt durch das Event. Diese Werte können dann durch Zucht mit einem Fatum-Knoten an ein kompatibles Pokémon weitergeben. Und dann können wir die EV-Werte nochmal boosten, indem wir ganz bewusst diese Werte uns antrainieren. Zum Beispiel durch dieses neue System mit den Pokéjobs. Diese Pokéjobs ist das leichteste, um diese Werte hochzutrainieren. So leicht war das noch nie im Pokémon, kompetitiv hochzutrainieren. Ihr habt maximal 510 Punkte, die ihr verteilen könnt. Da müsst ihr aufpassen. Denn wenn ich jetzt einfach losgehe und wild gegen irgendwelche zufälligen Pokémon kämpfe, dann gibt mir jedes dieser Pokémon EV-Werte, die abgezogen werden von meinen maximalen 510 Punkten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Fukano oder mein Chimpap hier. Angenommen, ich sage, ich möchte meinen Chimpap gerne max so schnell wie möglich haben und es soll dabei einen guten Angriffswert haben. Dann wäre es blöd, wenn ich jetzt durch wilde Kämpfe meinen Spezialangriff trainiere. Den Spezialangriff werde ich mit Chimpap nicht nutzen. Heißt, dann sind das verschenkte Punkte, die ich nicht wieder zurück... Ich kann es auch wieder zurückgucken. Genau, gut, dass ich das sage. Das sind verschenkte Punkte, die mir nichts bringen. Das heißt, ich habe diese Punkte theoretisch verschenkt. Und die fehlen mir dann woanders, um das Maximum rauszuholen. Jetzt gibt es noch Items, mit denen ich bereits vergebene Werte wieder beeinflussen kann. Und zwar gibt es Beeren. Ich kann meinen Pokémon Beeren zu essen geben. Und dann muss ich gucken. Das ist es nicht. Die Beeren, die Verteidigung des Trägers, wenn sie so. Nee, das ist auch nicht. Da ist ein Pokémon, diese Beere stärkt die seine Zutraulichkeit, verringert aber seine Spezialverteidigungsbasis. Jetzt gucken wir mal kurz, ich weiß gerade nicht, wie viel es genau reduziert. Dafür suchen wir jetzt hier einmal die Labrusbeere als Vergleich. Da gibt es natürlich alle anderen Beeren auch noch. Labrusbeere. So, Labrusbeere, Pokewiki. Aus dieser Beere lassen sich Pokoregel, bla bla. Beim Verzehr der Labrusbeere verringert sich die Spezialverteidigung des Fleißpunkte eines Pokémon. Hat das Pokémon dabei 100 FP oder weniger, verringern sich die Punkte pro Einsatz einer Beere um 10. Bei einer Anzahl von über 100 Punkten wird der Wert beim Einsatz der einer Kranabeere mit einer der vierten Generation auf 100 gesenkt. Ab der fünften Generation werden jedoch auch bei einem Wert von über 10. Ah, okay, also gebe ich jetzt meinem Chimpap diese Labrusbeere zu essen, wird es 10 Punkte in der Spezialverteidigung, 10 EV in der Spezialverteidigung verlieren, falls es die hat. Heißt, wenn es 250 Punkte hat, muss ich ihm 25 von diesen Beeren geben, um wieder auf 0 zu kommen, um so anderswohin zu verteilen. Heißt, wir können schon verteilte Werte wieder rückgängig machen durch diese entsprechenden Beeren. Da gibt es alle möglichen für Spezialangriff, für Verteidigung, für Angriff. Da braucht ihr diese Beeren, wenn ihr falsch trainiert habt und die wieder rückgängig machen wollt. Wollt ihr andersrum, wollt ihr Werte trainieren, ohne die bis jetzt ohne gegen wilde Pokémon zu kämpfen oder ohne Poké-Jobs zu nutzen, könnt ihr diese Federn nutzen, die ihr auf Brücken finden könnt. Diese Federn geben einen Punkt pro Einsatz. Heißt, so könnt ihr 4 Punkte auf einen Wert packen. Da habt ihr diese 4 Punkte verteilt. Gebe ich 4-mal die Abwehrfeder, kriegt ein Pokémon 4 Fleißpunkte in der Abwehr. Oder aber, gucken wir, ob ich was da habe oder nicht. Vermutlich habe ich es gerade natürlich nicht da. Nee, sieht nicht so aus.
Es gibt ja im Spiel auch KP Plus, Zink, Calcium und so weiter. Diese Items könnt ihr kaufen. Wenn ihr diese Items kauft, die gibt es aber, glaube ich, nicht hier zu kaufen. Hier gibt es ein AP Plus zu kaufen. Haha. Doch, hier gibt es auch zu kaufen. Guck an, man kann die für GP kaufen. Es gibt aber auch einen Pokémon Center, in dem ihr es für Geld kaufen könnt, für 10.000 Poké-Dollar. Diese Items, zum Beispiel jetzt das Calcium, erhöht den Spezialangriffswert dauerhaft. Das gibt 10 Punkte plus. Die Bären reduzieren um 10, Calcium, Eisen und Co. erhöhen um 10. Heißt, auch so könnt ihr eure Werte hochtrainieren. Das geht sogar theoretisch, wenn ihr genug Geld habt, noch schneller als die Methode mit dem Pokéjobs. Nur, dass ihr bei den Pokéjobs das kostenlos machen könnt. Hier zahlt ihr Geld für oder Punkte. Und ihr könnt bei den Pokéjobs gleichzeitig 10 Stück auf einmal trainieren. Also, ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Wilde Pokémon, ihr könnt die Macht-Items geben, Machtgurt, Machtreif und so weiter, um es zu erhöhen. Ihr könnt, wenn ihr einen Pokérus habt, die Ausbeute nochmal verdoppeln. Also, es gibt viele, viele Möglichkeiten, euer Training hier zu effektiv wie möglich zu machen. Ihr müsst immer nur berücksichtigen, was für ein Pokémon spielt ihr, was für Angriffe wollt ihr spielen, wollt ihr physische Angriffe spielen, wollt ihr es als Verteidiger nutzen, soll es viel KP haben. Dementsprechend müsst ihr die Werte verteilen, denn ihr könnt maximal 510 verteilen. Und dann auf einen Wert maximal 252. Das war jetzt ein ziemlich langes Video. 50 Minuten, in dem ich über dieses Thema laber. Falls sich das jemand komplett anguckt, Respekt. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht nochmal Timestamps in den Kommentaren vermerke, falls ich es nicht vergesse. Es ist ein sehr großes Thema. Man könnte jetzt noch über die Zucht nochmal genauer reden. Also, es ist ein sehr, sehr großes Thema. Ich habe es auch versucht, so möglichst genau, möglichst sinnvoll, möglichst detailliert und trotzdem einfach über dieses Thema zu sprechen, dass jeder, der da einsteigt, was mit anfangen kann. Also, wichtig ist, jedes Pokémon hat bei dem Moment des Erhaltens, bei dem Moment, wo es Ei bekommt, bei dem Moment, wo das Pokémon begegnet, festgelegte Werte. Das ist die DNA. Das seht ihr hier sensationell. Nicht übel und so weiter. Um die Werte einzusehen, müsst ihr den Kampfturm betreten, müsst fünfmal gewinnen, dann gegen Delion kämpfen, den auch besiegen. Dann kriegt ihr den Richter, um diese Werte in der Box zu sehen. Ihr könnt diese Werte nachträglich auf eine Art verändern. Und zwar kriegt ihr, wenn ihr ein Pokémon auf Level 100 trainiert habt, könnt ihr Silberkronkorken benutzen, um einen Wert künstlich auf 31 zu boosten. Dieser künstlich geboostete Wert durch einen Silberkronkorken oder durch einen Goldkronkorken kann aber nicht vererbt werden. Heißt, ihr könnt eurem legendären Zamazenta zum Beispiel hingehen, könnt sagen, ich hätte gerne, dass das Viech perfekte Verteidigungswerte hat. Dann gebe ich ihm einen Silberkronkorken für die Verteidigung, dann ist sein Verteidigungswert auf 31. Wenn ich jetzt aber meinem Porenta diesen Wert gebe, auf Verteidigung, kommt er auch auf 31, aber dieses Porenta kann diesen Wert, kann diesen perfekten Wert nicht vererben per Zucht. Dieser Wert ist dann gesperrt. Bei der Zucht kriegt ihr den Standardwert, den es eigentlich hat. Jo. Wird sehr, sehr viel Gelaber meinerseits. Ich hoffe, es tut mir leid, dass so ausschweifend zu viel geworden ist. Aber es ist ein großes Thema, es gibt viel zu beachten. Und ich wollte das einfach nur mal allen soweit erklären, zugänglich machen. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Ja. Das war es dazu. Danke fürs Zuschauen, danke fürs reinhören. Und ich werde mal gucken, wie dass ich möglicherweise nochmal die ganzen Timestamps, die wichtigsten Punkte in den Kommentaren vermerke, dass ihr dann einfach, wenn ihr einen bestimmten, zum gewissen Punkt Fragen habt, direkt dorthin springen könnt. Dann sage ich mal ciao, lasst ein Like da, denkt dran, auf Twitch vorbeizuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.